So right now, als nächstes pumpe ich die Maische in den Brennkessel. Das ist gar nicht so einfach allein, aber ich krieg das schon hin. Strom? Die Pumpe läuft. Als in South Carolina die Sonne untergeht, kann Josh mit dem Destillieren beginnen. Das ist was Feines. Gut bis zum letzten Tropfen. Wenn die Maische anfängt zu kochen, das ist mein erster Durchlauf heute, bringe ich den Brenner her, werfe ihn an und erhitze den Kessel langsam. Ich will diese Maische da destillieren. Wenn sie kocht, dann klopft es im Kessel. Es wird richtig laut und dann bildet sich Dampf. Er strömt durch dieses Rohr hier. Wenn er da ankommt, kondensiert er und dann dauert es nicht mehr lang, bis unten das Geld rauskommt. Gut, das kann losgehen. Das Gas aufdrehen. There we go. Good deal. Brennmeisterin Cutie Pie. So ein braves Mädchen. Daddy's Mädchen. Eine ganz süße. Yep, she's a cutie pie. Es wird tough, hier zu sitzen, wenn das Ding die Nacht überläuft. Ist viel Arbeit für einen allein. Gerade rühre ich mit heißem Wasser eine Paste an, weil ich damit das große Leck da am Kessel abdichten will. Ich verrühre es mit Mehl und Maisgrütze. Haferbrei wie üblich, habe ich gerade nicht da. Mit einer Paste aus Mehl und Wasser bessern Schwarzbrenner undichte Stellen aus. Mit jedem bisschen Dampf, das ausströmt, verliere ich Geld. Es geht total schnell. Sein Leck ist gleich geflickt. Das versiegle ich auch. Aber erst kommt die große Stelle da hinten dran. So ist das eben. Gleich geht's los. Bevor der Dampf in den Kühler strömt, muss ich Wasser nachfüllen. Das Fass ist nicht ganz dicht. Cutie Pie! Cutie Pie! Cutie Pie! Cutie Pie! There's a ton of coyotes. Hier rennen haufenweise Kojoten rum. Cutie Pie! Come on, girl, come on! Cutie Pie! I'm gonna beat your... Komm sofort her! Come on! Come on, Cutie Pie! Come on, baby girl! Was zum Teufel machst du hier? Ich such dich überall. Komm, wenn Daddy dich ruft. Hast du mir einen Schrecken eingejagt? Come on, Cutie Pie. When I call you like... Komm gefälligst, wenn ich dich rufe. What the hell? God Almighty! Ich hab einen ganzen Durchlauf verloren. Scheiße! Kein Tropfen Wasser mehr drin. Josh hat es versäumt, den Kühler rechtzeitig mit Wasser aufzufüllen. Ohne eine funktionierende Kupferspirale, die die alkoholischen Dämpfe kondensieren lässt, sind tausende Dollar in wenigen Minuten verdampft. Eine Mega-Scheiße. Das
Das hier ist mein Trumpf. Ich habe meinen Moonshine hinter Schloss und Riegel. Das ist mein Versteck. Den Winter über habe ich etwa 1500 Liter produziert. Die sind alle da drin. Mir geht schon davon aus, dass unter dem Wagen Schnaps versteckt ist. Mit dem Einzug des Frühlings werfen die Schwarzbrenner wieder ihre Destillen an. Regulärer Mais-Schnaps bringt $25 pro Liter ein. Und Joshs Lager in South Carolina ist schon gefüllt. Das funktioniert so. Der Schnaps kommt hier rein, befüllt den Tank. Die Pumpe wird mit 2 Batterien betrieben. Momentan ist sie nicht angeschlossen, das mache ich immer erst, wenn ich herkomme, damit sich die Batterien nicht entladen. Ziemlich praktisch. Joshs Ausbeute lagert in 2 1100 Liter fassenden Plastiktanks, die er unter einem alten Pickup-Truck versteckt hat. Die Tanks werden über ein PVC-Rohr unter der Motorhaube gefüllt. Mittels einer elektrischen Pumpe fließt der Whisky durch eine unterirdische Leitung zu einem Wasserhahn, wo Josh jederzeit Schnaps abfüllen kann. Die beiden Verkäufe haben sich gelohnt. Josh ist um ein paar tausend Dollar reicher. Aber die Schufterei rund um die Uhr hat ihren Preis. Schlafen kann ich noch, wenn ich tot bin. Jetzt fahre ich erstmal zurück zum Lager. What the hell?